werden wir hier eh erreichen. Ich würde sagen, bei den anderen Ressourcen lassen wir das noch. Und erst, wenn wir wirklich einen Engpass haben. Oh, aber die Rohnahrung baut ab. Das heißt, wir brauchen die Jäger. Jäger, Jäger, Jäger. Wo konnten wir die? Bei Nahrungsmittel, die Jagdhütte. Basisheizstufe 2. Habe ich schon. Was heißt Basisheizstufe 2? Können die weiter wegstehen? Ich probiere es mal. Probier mal, was da passiert. Okay, also wir haben das mit der Kohle haben wir geschafft. Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme. Nein, wir haben ihn abgeschaltet. Aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sei achtsam mit den Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen und baue ein Speisehaus, um Mahlzeiten zuzubereiten. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir das ja schon gebaut dort. Speisehaus ist da. Dort wird auch schon ordentlich produziert. Wir haben ja auch genug Essen. Reicht für 2 Tage. Sichere die Versorgung mit Rohnahrung. Baue eine Jagdhütte oder ein Treibhaus. Jagdhütte haben wir hier schon. Und wir müssen noch das eine Haus bauen. Okay, ja, der Generator ist aus. Das war ja gewollt. Bis zum Schichtende. Aber wir bauen mal noch das letzte Haus, sonst vergesse ich das. Dann steht es nämlich schon mal. So, die Kohle wird weitergesammelt. So, das müsste dann auch langsamer fertig werden. Das war die Sanitätsstation. Mal schauen, welche Person ich da arbeiten lassen muss. Ingenieure. Okay, wir haben 5. Aber wie viele Kranke haben wir? 4 Stück. 5 Betten. Oh, jetzt haben wir nur noch einen Kranken. Dann können wir weniger Ingenieure. Ich glaube, so viel brauchen wir da nicht. Temperatur ist erträglich. Können wir uns das hier nochmal anschauen? Okay, gerade so an der Grenze. Dann wäre es jetzt an der Zeit, Rohstoffe zu sammeln, dass wir mit der Forschung beginnen können. Jasmin, was hast du? Technologie als nächstes? Weil Rohstoffdepot brauchen wir noch nicht. Jupp, sagt die Jasmin. Ja, würde ich dann auch sagen. Dann würde ich das schon mal in Auftrag geben. Aber ich glaube, die können auch in der zweiten Reihe. Oder? Nochmal schauen. Basisheizstufe 2. Ich baue das mal in die zweite Reihe. So. Was haben wir hier? Wir haben 15 Arbeiter, die nichts zu tun haben. 3 Ingenieure, die nichts zu tun haben. Und mir war auch so, dass in der Forschung Ingenieure arbeiten müssen. Wir nähern uns auch schon wieder dem Schichtende. Die Kohle-Leute, Kohle-Jungs werden weiterarbeiten. Die haben ja eine 24er aufgebrummt bekommen. Und nächstes Mal dran denken, dass ich, wenn ich eine 24er mache, dass es zum Schichtende passiert. Versprechen gehalten. Schutz vor Wind und Wetter. Alle fühlen sich mit einem Dach über den Kopf erleichtert. Selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt. Und die Unzufriedenheit ist auch gesunken. Gut, 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 gut. So, dann schauen wir mal weiter. Das Gebäude befindet sich im Bau. Okay. Gut. Dann können wir ja wieder den Generator anmachen. Oh, unsere ganzen Kranken sind geheilt. Wir waren nicht zu spät dran. Sehr schön, sehr schön. So, die bauen auch jetzt die Jagdhütte zu Ende. Mal schauen, welche Personen wir da drin brauchen. Genau, das ist ja hier noch Teil.
des Auftrages. Schauen wir mal. Gut, die Rohstoffe. Ist hier schon irgendwas fertig gebaut? Ich glaube, das Stahl haben sie schon abgebaut. Holzkisten, Holzkisten. Wo haben wir denn? Dann würde ich sagen, wir haben ja noch 15 frei. Das ist Kohle. Kohle. Wo ist denn hier noch Stahl? Dann wollen wir morgen mal noch diesen Stahlhaufen abernten. Gut, die Ingenieure brauchen wir am nächsten Tag. Leute von unserem Konvoi, die wichtigsten Rohstoffe sind vorerst gesichert und wir können jetzt versuchen, die Leute zu retten, die wir zurückgelassen mussten. Baue eine Signalstation, erkunde das Frostland und rette so viele Überlebende unserer Expedition wie möglich. Du brauchst eine Werkstatt, um Baupläne für fortschrittlichere Gebäude zu entwerfen. Die Werkstatt ist gebaut. Dort können wir 5 Ingenieure reintun. Nee, ich wollte eigentlich mal kurz das Spiel anhalten. Sanitätsstation. Ich lasse mal einen Ingenieur da drin. Falls nämlich einer krank wird, dann kann der sofort versorgt werden. Oh, und wir können jetzt auch eine Notfallschicht in der Werkstatt für die Forschung einpacken. Das war also eine gute Idee. Gute Entscheidung, Jasmin. Danke für die Hilfe. Ich würde mal sagen, wir kloppen die dann auch gleich mal rein, die Notfallschicht, auch wenn die Unzufriedenheit dadurch wieder steigt. Das müssen wir dann ausgleichen. Und jetzt geht's los. Dampfzentrum. Wir sind auf Stufe 1. Es geht bis Stufe 5. Was haben wir denn hier? Dampfzentrum. Ermöglicht den Bau von Dampfzentren. Dampfzentrum, wenn sie von Generator angetrieben werden, erzeugen diese Vorrichtung zusätzlich kleinere Wärmezonen um sich herum. Jede aktive, nicht modifizierte Dampfzentrum verbraucht 3 Kohle. Okay. Heizkörper. Ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern zum Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeit. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur eines Arbeitsplatzes um eine Stufe und verbraucht im Betrieb 1 Kohle. Okay, das ist... Können wir ja auch schon schauen, was das ist? Nein. Erkunden. Signalstation. Da ist es, was wir laut Auftrag bauen sollen. Signalstation. Wir sollten Späher ausschicken, die in der Wildnis nach Gütern und Überlebenden suchen. Und sie uns unserer Stadt bringen. Mit einem Ausguck können auch Gruppen entdeckt werden, die sich nähern. Mhm. Aber gut, das sollen wir ja auch bauen. Haben wir denn genug Ressourcen? Wir haben Holz. Und wir haben Stahl. Also das können wir jetzt auch schon in der Nacht bauen. Das wäre also ganz interessant. Wie sieht es hier aus? Rohstoffe. Schnelleres Sammeln. Durch den Einsatz besserer Werkzeuge und Arbeitsweisen sammeln die Einwohner Rohstoffe aus Kohlehaufen, Holzkisten und Stahltrümmern um 15% schneller, unabhängig davon, ob eine Sammelstelle benutzt wird. Okay, das hört sich interessant an. Kohlegenerator ermöglicht den Bau von Kohlegeneratoren. Der Kohlegenerator pumpt mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohlevorkommen und wäscht den wertvollen Rohstoff an die Oberfläche. Dabei entsteht ein Haufen von 560 Kohle pro Standardarbeitstag. Genug für 2 Sammelstellen. Wow. Sägewerk macht aus Griff. Dritter Versuch. Macht aus gefrorenen Bäumen verwendbare Materialien und produziert bis zu 80 Holz pro Standardarbeitstag. Dann gibt es auch noch ein Stahlwerk. Fördert Eisenerz aus unterschiedlichen Vorkommen und verarbeitet es bis zu 40 Stahl pro Standardarbeitstag. Was brauchen wir denn, um in die nächste Stufe hochzukommen? Ermöglicht die Erforschung von Technologien für eine Stufe 50 Holz. Aber ich würde vorschlagen, Chat, wir bauen erstmal auftragsgemäß die Signalstation, damit wir Späher losschicken. Das würde ich jetzt erstmal machen.
Weil das braucht ja auch seine Zeit. Wir haben ja die Notfallschicht hier, die 24-Stunden-Schicht schon reingehauen. Irgendwo muss ich aber noch einen Ingenieur abziehen. Das würde ich hier machen, damit der auf Maximum läuft. Und dann lassen wir das Spiel mal weiterlaufen. Hier schlagen sogar die Funken ein. So. Das läuft. So, baue eine Werkstatt. Haben wir. Baue die Signalstation. Ist in der Erforschung. Retten Überlebende unserer vermissten Expedition. 20. Okay. Wir haben auch niemanden mehr frei. Also wir haben hier noch Kinder. In 40 Minuten können wir schon wieder ein neues Gesetz verabschieden. Ich glaube, da gab es auch ein Gesetz, dass man die Kinder bei ungefährlichen Sachen einsetzen darf. Chat, wie sieht's denn aus? Kinderarbeit ja oder Kinderarbeit nein? Also bei leichten Sachen, also es soll nichts Gefährliches sein. So, wir haben aber schon wieder 4 Kranke. Einfacher. Ich würde dann hier nochmal 2 Ingenieure rausnehmen und die in die Krankenstation geben, damit die wieder schnell gesund wird. So, die Jasmin sagt Kinderarbeit ja, aber bei den ungefährlichen Sachen, ne? Gut, dann schauen wir mal. Also ich sehe gerade, wir haben 5 Zuschauer. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch beteiligt. Bis jetzt ist Jasmin kräftig dabei, mich zu unterstützen bei meinen Entscheidungen. Wir haben schon eine hervorragende Entscheidung getroffen, was die 24-Stunden-Schicht angeht, diese Notfallschichten. Ihr könnt aber gerne euch mit beteiligen. So, sind wir denn schon soweit? Hier oben. Kinderarbeit. Ungefährliche Arbeiten, Kinderheime. Gucken wir mal. So, Kinderarbeit, ungefährliche Arbeiten. Wir haben nicht genug Hände für all die Arbeit. Wir werden erlauben, dass Kinder an ungefährlichen Arbeitsplätzen wie Speisehäusern oder Treibhäusern arbeiten. Nach Einführung dieses Gesetzes, ja okay, das kennen wir schon. Kinder können an ungefährlichen Arbeitsplätzen arbeiten. Die Hoffnung sinkt leicht. Und die Kinderarbeiter können bei Unfällen verletzt werden. Na gut, aber wir werden sie in der Suppenküche arbeiten lassen, würde ich vorschlagen, weil dann brauchen wir, können wir die Person, ich weiß nicht, Arbeiter oder Ingenieure, die ich da eingesetzt habe, dann ja, woanders einsetzen. Gut. Achso, wir können ja mal das Gegenstück mal nochmal durchlesen. Kinderheime. Kinder sind sicherer, wenn sie tagsüber in Kinderheimen sind und sie stellen nichts an. Neues Gebäude, ein Kinderheim muss gebaut werden. Die Hoffnung steigt an. Jedes Kind mit einem Platz in einem Kinderheim zu versorgen, bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Du musst ein Kinderheim dafür bauen. Na, okay. Es sind harte Zeiten. Und auch die Jasmin hat das schon gesagt. Ich schließe mich da auch an und sage, wir lassen die in der Suppenküche arbeiten. Können wir ja hier schon mal einstellen. Wir sind noch im Pausemodus. Ah ja, genau, die Ingenieure. Die nehmen wir mal raus und sagen hier, 5 Kinder können da arbeiten. Momentan haben sie eh nichts zu tun. Habe ich denn schon. Oh, wir haben noch keinen, niemanden in der Jagdhütte. Wo nehme ich die denn jetzt raus? Wie viel brauchen wir denn in der Jagdhütte? 15. 15 Personen für Rohnahrung. Das waren Holzkisten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Na, dann nehmen wir die hier erstmal raus. Und sorgen mal für Nahrung. Damit wir Futter haben. Futter ist immer gut. So, wir sind in der Nachtschicht. Kohle, wie sieht's da aus? Hält noch für 3 Tage. Produktion konnte nicht fortgesetzt werden, benötigt Rohnahrung. Okay, aber wir haben ja noch 130 Tonnen für 2 Tage. Die Jungs sind auch ordentlich am Arbeiten. Jetzt kommt wieder so eine klassische Entscheidung. Wir haben 5 Ingenieure. Baue ich eine zweite Werkstatt
damit wir schneller forschen können, damit wir schneller vorankommen? Oder sparen wir unsere Ressourcen erstmal, bis die Signalstation fertig ist? Chat. Was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Ich lasse mal das Spiel langsam weiterlaufen. In der Standardgeschwindigkeit. Wir arbeiten den ganzen Tag und jetzt müssen die Kinder auch noch ran. Ja, das tut mir leid. Kinder sollten lernen, nicht arbeiten. Ja, Robert ist nachvollziehbar, dass dir das nicht gefällt. So, die Signalstation braucht noch 5 Stunden. Wir haben noch die fünf Ingenieure noch frei und noch 10 Kinder. Können Kinder auch in der Sammelstelle arbeiten? Okay, was kommt da? Schauen wir mal. Leute von unserem Konvoi. Eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen. Aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Speerteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Ich kann ja eh nichts auswählen, außer nicken. Das tun wir mal alle. Du darfst dann dort mitgehen. So, lassen wir mal weiterlaufen. Gut, wir haben ja hier noch unsere Sammelstelle. Das ist alles okay. Wo wollen die jetzt hier hin? Das ist unser Rohnahrungstrupp, der sich auf den Weg macht. Aber die sind auch nur tags. Ach nee, die sind nachts unterwegs. Von 18 Uhr bis 6 Uhr. Oh, wir haben wieder einen Kranken mehr. Nicht gut. Dann schieben wir mal noch Maximum an Ingenieure rein. Und dann schauen wir mal weiter. Also hier wird ja weiter die 24 Stunden Kohle gesammelt. Einwohner sind gestorben. What? Warum? Wieso sterben hier die Leute? Warum denn? Okay. Okay. Eine Notfallschicht sorgt also auch dafür, dass sie sterben. Na gut. Okay. Einer unserer Leute ist während einer Notfallschicht tot zusammengebrochen. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber es war wahrscheinlich eine Herzattacke. Okay. Setzt die Notfallschicht für heute aus. Wir müssen Opfer bringen, um zu überleben. Die Unzufriedenheit steigt an. Die ist schon ziemlich hoch. Alle aktuell laufenden Notfallschichten enden. Die Hoffnung steigt leicht an. Da wir aber die Signalstation brauchen, würde ich jetzt, ja, weitermachen. Chat, was sagst du? Was sagt ihr? Weiter arbeiten? Oder? Fünf Sekunden? Mach weiter, sagt Jasmin. Okay. Dann hoffen wir mal, dass nicht noch mehr. Okay, es ist hart. Es sind harte Zeiten. Ja, okay, ich bin bei dir. Wir machen weiter. Es tut mir leid. Jetzt haben wir ja auch schon das nächste Gesetz. Ein Ratschlag, der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leichen kümmern. Die Leute können sich um sich selbst kümmern. Nee, wir sind ja die Verantwortlichen. Aber ich glaube, das nächste Gesetz können wir noch nicht abschließen. Friedhof. Wir werden einen Friedhof errichten, um unsere Toten Würde und respektvoll Ruhe zu lassen. Warte auf, ja, 14 Stunden. Neues Gebäude Friedhof. Die Hoffnung steigt leicht an. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Jede Beerdigung hält einige Einwohner für ein paar Stunden von der Arbeit ab. Du musst einen Friedhof bauen. Ja, das würde ich aber machen. Was ist passiert bei dem Gegenvorschlag? Entsorgung von Leichen.
Neues Gebäude, eine Schneegrube. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Leichen werden zu möglichst späteren Verwendung konserviert. Konserviert für späteren? Nein. Nein, nein, nein. Nee. Wir gehen auf, ich würde sagen, auf Friedhof. Also das ist mein erster Gedanke in diesem Fall. Sobald wir das nächste Gesetz machen können, gehen wir auf den Friedhof. Das hat ja auch positive Effekte. So, wir sind bei 4 Uhr. Schauen wir mal. Die sind noch bei der Signalstation. Wie lange dauert das noch? Sehe ich gerade nicht. Gut, wir können hier noch den fünften Ingenieur reinpacken. Die laufen auch auf Maximum. Die Kranken sind weg. Sehr gut. Haben wir wieder ein weiterer Tag, eine weitere Schicht. So ist das Leben. Ja, geht gleich los. Jasper, nicht alle hatten so viel Glück. Ja, das tut mir auch furchtbar leid, dass es da den ersten hingerafft hat. Wir versuchen, das in den Griff zu bekommen, dass es nicht so endet. So. Wie sieht's aus? Das Spiel läuft noch. Auf normale Geschwindigkeit. Die Sonne geht auf über unserem Loch im Boden. So. Aber wir nähern uns auch langsam. Ich überlege gerade. Ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken. Obwohl, wir können ja nicht mehr heizen, als der Generator hergibt. Wir haben ja nur die Dampfstufe 1. Also es ist egal. 3 Tage würden wir durchhalten hier bei minus 20, minus 50 Grad, bis es wieder ein bisschen wärmer wird, in Anführungsstrichen. So, wie sieht es denn hier aus? Die sind gleich fertig. Da gibt es gleich nichts mehr. Die sind auch noch am werkeln. Können wir hier noch Leute reinstopfen? Ah ja, hier hätte ich Kinder reinstecken können. Aber nein, wir wollten sie ja nur in der Suppenküche arbeiten lassen. Und nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt. Das machen wir nicht. Holzkisten sind erschöpft. Das war, glaube ich, hier. Dann können wir die 15 gleich hier drüben weiterarbeiten lassen. So, die Signalstation ist erforscht. Ermöglicht den Bau eines Signals. Okay, schauen wir mal. 20 Tonnen Holz, 35 Stahl haben wir. Wo muss ich das hinbauen? Das ist egal. Ach so, das ist egal, wo ich das hinbaue. Dann würde ich das hier hinten, die Sammelstelle wird ja dann abgerissen. Hier würde ich nochmal eine Jägerhütte hinbauen. Ach, bauen wir sie hier hin. So, das nächste forschen. So, Signalstation haben wir. Und dann würde ich jetzt mal das Sammeln beschleunigen, weil das ist ja immer, was wir brauchen. Und dann irgendwie Sägewerk, Kohlegenerator, die Sachen dann als nächstes erforschen. Heizung. Was war da? Nochmal. Okay, das wurde dann nicht wärmer. Nee, dann würde ich sagen, schnelleres Sammeln ist jetzt so das nächste, was ich brauche. So, das Spiel kann weiterlaufen. So, irgendwo waren doch hier Statistiken. Kohlehaufen. Ah ja, wunderbar. Wir verbrauchen 144 Tonnen am Tag, produzieren aber und sammeln 192 Tonnen am Tag. Sind also im Plus, das wird also mehr, unser Kohlehäufchen. Das sieht gut aus. Kohlehaufen, Kohlehaufen, Kohlehaufen. Jetzt, oh, jetzt muss. Nicht wundern, wenn ich hier so.
Den Hals verrenke, das ist wieder der Klassiker. Ich muss an der Kamera vorbeischauen, um den Button hier zu treffen. Was haben wir denn hier? Holzkisten. Okay. Dann haben wir noch Stahl. Dann haben wir Nahrung. Sanitätsstation, das sieht alles sehr gut aus. Wir haben null Unbehandelte, sehr gut. Haben wir gut im Griff. Okay, und sie haben alle noch komfortable Hütten. Dann wird es ja mal interessant, wenn wir dann auf minus 50 runtergehen, dann müssten wir ja bei kühl landen, wenn es zwei Stufen sind. Geringes Risiko, krank zu werden. Okay, dann sind wir aber noch nicht im kalten Bereich. Es kann aber an der Sammelstelle dann zu kalt werden. Müssen wir dann mal schauen, wie das sich verhält. So, wird das jetzt hier mal gebaut? Haben wir keine Leute frei? Ne, wir haben nur noch Kinder. Wo ziehe ich die denn ab? Ziehe ich mal hier die fünf Arbeiter ab, dass die dann dort arbeiten können. Passiert hier jetzt was? Was passiert hier jetzt? So, kommen da die Arbeiter jetzt? Ja, jetzt geht's los. Gut, und ich brauche ja dann auch noch Personen für den Spätrupp bestimmt, die den Trichter hier verlassen und in die weite, weite Welt dann rausgehen. Okay. So, hier war jetzt irgendwo wieder eine Holzkiste erschöpft. Kurz mal stoppen. Haben wir noch irgendwo Kohlevorkommen? Ach, hier oben. Dann lassen wir die 15 Leute dort weiterarbeiten. Das war Stahltrümmer, die sind auch noch am werkeln. Okay. Das sieht doch gut aus bis hierhin. Das sieht doch gut aus. So, die laufen nur noch mit 30% Sammelleistung. Können wir ja nochmal in die Statistik schauen. Okay, wir sind immer noch im Plus, auch wenn wir jetzt mit weniger Leuten sammeln. Aber wir haben ja noch die Notfallschicht. Das läuft dann weiter. Okay. So, aber wenn hier die ja dann gebaut haben, die Signalstation, dann muss ich eh die Leute zusammensuchen, um die dann auf Tour zu schicken. Fünf Arbeiter sind noch frei. Die könnten wir. Gott, hat sich schon erledigt. Signalstation gebaut. Wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen, die uns umgibt. Frostland. Da fröstelt's einen doch. Oh. Uiuiuiui. Sieht echt nice aus. Nice, 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 nice. So, nun gut. Okay. Kann ich die Karte drehen? Ich denke mal, das sind wir, unsere Stadt. Unser Zuhause, die einzige Zuflucht vor der tödlichen Kälte. All unsere Hoffnungen leben und sterben mit ihr. Okay. Vermisste Expedition. Entsende Speer, wenn du mehr über diesen Ort erfahren möchtest. Zahllose Zelte. Wir können sich bewegende Personen ausmachen. Wir können sich bewegende Personen ausmachen. Okay. Das müssen die vermissten Expeditionsmitglieder sein. Und hier drüben. Düstere Höhle. Am Hang ist ein dunkler Höhleneingang zu erkennen. Wir glauben, eine schwache Rauchwolke gesehen zu haben, aber jetzt ist sie weg. Gut. Bevor wir da jemanden hinschicken, gehe zur Stadt. Ja, haben wir. Achso, das ist dann der Button zum Hin- und Herwechseln. Aber ich glaube, mit dem mittleren
Mausrad komme ich da jetzt auch immer raus.